Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 31. Oktober. Es geht wie immer um Nachrichten aus dem Bezirk Hülscheid und Nachrichten aus der Stadt Solingen. Das steht im Mittelpunkt. So, Titel ist, wie wir dem Tod begegnen. Wo die Toten tanzen, hat irgendeine Caitlin Doughty, Bestatterin in den USA, hat ein Buch geschrieben, das steht unter Kultur, kann ich einmal zeigen, den Titel. So, in dieser Zeitung ist mir entschieden, zu viel Polizei und vor allem Polizei zu sehen. Ich finde es abartig, was ich mir hier ansehen muss. Und ehrlich gesagt, die Wache in Solingen ist auch nur abartig. Wer sich das Ding anguckt, weiß, warum hier die Polizei nicht zu genießen ist. Um es mal vorsichtig auszudrücken. So, Antifa provoziert Tumult bei AfD-Abend. Platzweise im Theater- und Konzerthaus. So. Polizei zieht Poser aus dem Verkehr. Da steht nochmal Polizei. Es ist abartig, Leute. Kürbisse werden heute zu Kunstwerken. Familie Hansen hat lange in den USA gelebt. Die Freude an Halloween. So, zum Reformationstag steht hier gar nichts. Solingen war mal lutherisch-protestantisch, mittlerweile ist dann nur noch Scheiße in der Zeitung. So, Seite 2. Vorher jetzt schon 42.700 Klagen gegen Bayer wegen Glyphosat. Titelstory. Karikatur ist wieder farblich für mich nicht gut. Man sieht einen Tod, eine Hexe und einen Kürbismann. Der lange Lulatsch ist doch bestimmt der März. Das ist der Tod mit der Sense und die sich eine stilisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Karikatur. So, Kommentare. Zehntausende gegen Bayer, das muss beeindrucken. Halt einen Bezug zur Titelstory, nicht zur Karikatur im Abklingen. Ist mal wieder irgend so ein Scheißkommentar, der keinen Bezug hat zu dem, was hier steht. Gratis-Ticket für die Jugend würde 1 Milliarde Euro kosten. SPD will den ÖPNV landesweit kostenfrei für unter 18-Jährige machen. Die CDU sagt, das muss erstmal besser werden. Der muss erstmal besser werden. Ach, der ÖPNV. John Bercow ist die Kultfigur im Brexit-Streit. Markante Ordir-Rufe, was auch immer Ordir heißen mag. Ich glaube, das ist eine juchzende Waliserin. Ordir! Ich kann mal gerade das geisteskranke Gesicht von dem Typen zeigen. Zu dem geisteskranken Ausdruck. Ordir! Schon fast ein Einstein. Wie Seekuhknochen nach Krefeld kommen, hier und heute Seite 3. Naja. Kriegt der Nationalkeeper einen Orden, nämlich den Verdienstorden des Landes NRW. Tagesthemen, Horst Seehofer ist gegen Glatzenhass.
wird CSU-Chef Söder Kanzlerkandidat und dann ist Elmar Brok abgebildet. Der sieht auch nicht gut aus in meiner Ganzen. Ordier, Elmar. Die Partei hängt schon am Anzug. Der sieht nicht ganz so bescheuert aus. Die Ordier. So, Fernsehen ist auf Seite 6 und Seite 7. Von Tieren und Hexen, Arte, ZDF, Arte, Dreisat, Vox. Auf der anderen Seite für Freitag ARD, Arte, Pro7, RTL 2, Arte. Naja, ein bisschen viel öffentlich-rechtlich. So, Leute. Geht es um die spanische Thronfolge. Die sieht auch schon aus wie eine spanische Thronfolge. Der alte Mal, also der 13-Jährige, wollte ich mal ins Gesicht gucken an der Stelle. Oh, nee. Ricky Martin, Daniel Hartwig und bei, aber das ist kein Sportler dabei, bei Leute, das ist schade. Wir wollen ehemalige Sportler sehen, also ich zumindest. Viele andere auch. So, Sport ab Seite 9 geht mit Fußball los. Das ist anständig, das muss hier so sein. Profi-Tipps von Vettel. So ganz gesund sieht das sich auch nicht aus. Muss ich sagen. Naja. So, Solinger Sport ab 11 kann man so machen. Dann geht es mal wieder um Rugby und der WM. So, 14 ist Kino, 15 ist Wirtschaft. Der Lokalteil geht dann auf Seite 17 los, ich weiß es nicht. Fiat, Chrysler und Peugeot planen, das sind doch keine Wirtschafts- oder Börsen, das ist abartig. So, da muss ich mir hier wieder die Polente mit ihrer Scheißwache in der Innenstadt ansehen, die absolut abartig ist und die Bilder sind es auch. Es ist 1, 2, 3 mal Polizei und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder, die dem Thema Polizei gewidmet sind. Es ist so abartig in dieser Volkszeitung. Es ist, nee, ich mache jetzt Schluss. Ich mach die Schlussfolgerung. Das ist so ein Drecksblatt.